Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac. Ich bin Derfa und heute wollen wir irgendwas machen. Hoffentlich wieder genauso erfolgreich wie die letzten paar Male und ja, wir haben mit Isaac gespielt, wir haben mit Magdalene gespielt, auch wenn relativ unerfolgreich, muss ich sagen. Ich glaube, das hole ich jetzt mal noch nach. Ich könnte zwar auch mit einem anderen spielen, aber ich will nicht mit Eve oder Blue Baby oder selbst Judas, finde ich nicht ganz so pralle. Deswegen nehme ich lieber hier den eigentlich sicheren Mann mit May und hoffe, dass ich nicht so derb verkacke wie beim letzten Versuch mit ihr. Dass alles voll awesome und super toll wird. Und ja, ja, ich weiß gar nicht, was soll ich hier Schönes erzählen? Verdammt, Bomben-Fatzken sind so kacke. Das war jetzt super geplant von mir. Es geht auch super los. Ich muss sagen, ich bin schon wieder überzeugt von meinen Skills. Und wenn ich das kleine Ding jetzt kaputt kriegen sollte, dann wäre ich überaus glücklich darüber und könnte mir endlich meine super coole Geburtstagstorte abholen und finden. Penny. Bam. Kopflose Typen sind so kopflos, denn sie haben keine Köpfe und dementsprechend auch keine Brains. Und deswegen haben sie auch eigentlich kein Recht, irgendwas zu tun. Aber trotzdem, hey, wir wollen nicht diskriminierend sein. Denn auch kopflose Typen haben irgendwo Gefühle. Hundebombe wäre nicht schlecht. Okay, dann nicht. Schon wieder wäre hier eine Bombe nicht schlecht. Und das sind auch noch Teller XL, das ist awesome. Ich hasse das, wenn dieser erste Flur gleich ein XL-Flur ist. Denn die Chancen, dass man keinen Schlüssel bekommt, sind relativ groß. Kann ich? Nee, das kann ich nicht machen. Wenn ich den hier so hinlege, nee, dann treff ich auch mal die Kiste. Ich kann probieren, hier die Bombe hinzulegen, dann öffne ich vielleicht noch. Nee, das war auch zu weit weg von der Wand. Ja, schade. Hey, noch ein Ding. Komm schon. Dämliche blaue Stein, gib mir. Okay, das ist ein ziemlich decent Upgrade, würde ich sagen. Damit können wir arbeiten. Macht uns zwar noch langsamer, als wir so schon sind, aber es gibt uns halt auch diesen gewissen Damage-Vorteil gegenüber einer normalen Situation. Und hier haben wir die Empress. Keine schlechte Karte, aber auch in unserer Situation nicht das Beste, was wir hätten kriegen können. Was ich mir jetzt gewünscht hätte, wäre, ich weiß nicht, ein Schlüssel. Einfach ein Schlüssel. Puh, Pilz hier. Los geht's. Range down. Awesome. Voll ins Klo gegriffen. Aber das soll uns ja nicht weiter stören, denn wir haben hier ja noch reichlich Chancen, um weiter ins Klo zu greifen. Und es stört mich ein bisschen, dass wir noch überhaupt keinen von den beiden Treasure Rooms gefunden haben. Die müssten theoretisch auch irgendwo hier sein. Ich wette, die stehen beide an. Ja, die ganzen meinen in denselben Raum an und gleichzeitig noch mit dem Boss Room und das wird nämlich hier danach sein. Fast. Naja, okay, eine Chance habe ich noch. Ich werde hier danach kommen, dann der Raum. Oh. Habe ich gerade nicht aufgepasst. Wo dann alles zusammenläuft. Aber das wäre natürlich auch lustig, wenn es hier überhaupt keine Treasure Rooms gäbe und immer noch keinen Schlüssel. Es ist langsam echt deprimierend und ich hasse Spinnen. Habe ich schon mal gesagt. Ich meine, nicht nur hier in dem Game sind sie extrem nervig. Also ich habe nichts gegen Spinnen an sich, aber wenn sie mir fernbleiben, ist es auch. Suki, hey, noch eine Pille. Speed up. Awesome. Auch wenn mir ein Schlüssel zwar besser gefallen hätte. Das ist dämlich. Dämlich. Ja, Suki. Eine Bombe. Okay, wir haben eine Bombe. Also ich muss jetzt mal ganz scharf überlegen, was mache ich jetzt? Ich werde jetzt erstmal den Boss annehmen. Noch mehr Spinnen. Ach nee, es sind ja zwei Bosse. Verflucht sollen sie sein. Boah, ist auch so ein scheiß schnelles Vieh. Awesome. Los, komm schon. Auf rumzuspucken und oh, meine Fresse! Hör doch auf, deinen scheiß Fliegen zu spammen. Motherfucking Bullshit-Typ. So, voll gegeben.
So, und ich hoffe, wir kriegen jetzt hier irgendein gutes Upgrade. Irgendein. Ja, okay. Tier ist ab. Hätte schlimmer kommen können. Hätte schlimmer kommen können. Awesome. Famine. Was wäre ein Lauf ohne den ersten Reiter der Apokalypse? Apropos Reiter der Apokalypse, ich habe hier letztens auch im Humble Bundle Darksiders erworben und habe ich auch angefangen zu spielen. Ich finde es eigentlich ganz interessant, auch wenn ich die Steuerung gewöhnungsbedürftig finde. Ich bin ja, habe hier letztens viel Dark Souls gespielt und ich gehe immer davon aus, dass wenn ich schlage und ausweiche, dass ich dann gleichzeitig noch in die Richtung drücken muss und ich weiß nicht, das ist irgendwie ganz komisch bei Darksiders. Ja, mal gucken, wie weit wir das hier machen können. Ich meine, hier liegen ja theoretisch überall noch genug Herzen rum. Los, funktioniere. Das ist äußerst delicious. Ich will hier so ein fucking... Ernsthaft? Okay, dann nicht. So, dann müssen wir jetzt noch überlegen, wie wasten wir am besten unsere eine Bombe, die wir haben. Wie? Wir könnten hier die Kisten benutzen. Geld hier ist erstmal nebensächlich, glaube ich. Wir könnten... Ja, hier waren noch irgendwo... blaue Steine, schwarze Steine, Schimpf, die wir aufbrechen könnten. Ach, die Möglichkeiten sind schier endlos. Wenn wir jetzt irgendwas hätten, wo ein... Ja, ja. So ein fucking Stone zusammen mit einer Kiste wäre, dann wäre mir schon extremst geholfen, weil ich dann nämlich beides gleichzeitig springen könnte. Aber ich nehme jetzt einfach mal die Kiste hier. Komm schon, Schlüssel. Shit. Subi, jetzt hat das zwar... Shit. Ja, okay, spielen wir mit dem noch weiter. Ich lege jetzt einfach alles mal darin, dass wir hier jetzt noch die Bloodbag kriegen. Yep, okay. Gut, dann war dieser Raum jetzt nicht, also dieser zwei Flure nicht ganz für umsonst. Weil wir haben ein Bloodbag und ein Damage Upgrade und ein Speed Up. Und dazu noch der Shit von den Bossen. Plus das Curved Horn ist, naja, es ist jetzt nicht optimal, aber es ist immerhin schon etwas. Und mal gucken, ob wir den dazu verleiten können, das Ding hier für uns aufzu... Wow. Jo, da reicht mir schon. Vielen Dank, kleines Napp-Ding. Und eine Bombe. Okay. Dieser Raum hier wäre natürlich wunderschön. Und wir nehmen auch mal die Chance hier. Oh ja, das ist genau das, was wir wollen. So besser hätte es gar nicht sein können, außer natürlich, wenn ich hier nicht getroffen werde. Aber hey. Verzeiht mir meine Unskillhaftigkeit. Und lasst uns hier nicht weiter daran herumgrämen und weiter fortführen und fliehen. Es tut mir leid, ich bin gerade irgendwie absolut nicht wach. Ich weiß nicht, ich übersehe irgendwas. Ich kann mich gerade hier nicht konzentrieren. Ich habe, weiß ich nicht, ADS schlägt zu, obwohl ich das eigentlich nicht mal habe. Theoretisch, aber vielleicht doch. Ich weiß nicht. Vielleicht werde ich auch einfach nur krank. Das ist natürlich auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, in dieser kalten Jahreszeit jederzeit bereit, krank zu werden. Ich finde es cool, dass diese Teile mich angreifen. Und warum kriegen wir jetzt plötzlich diese ganzen Schlüssel? Ich meine, ich beschwere mich nicht. Ich freue mich. Wir werden hier auch mal den Shop aufsuchen. Suchen wir ihn jetzt gleich auf. Flupp. Kompass, du gehörst uns. So. Da wir jetzt den Kompass haben, brauchen wir eigentlich gar nichts mehr machen. Wir könnten auch nach den Secret Room Ausschau halten. Der müsste ja auch hier theoretisch sein. Ja, theoretisch müsste er hier im nächsten Raum angrenzend sein. Wenn wir der alten Logik des Secret Room Positionings folgen,
dann kann er theoretisch nur... Okay, das war schlecht. Kann er theoretisch nur hier sein. Und da ist er. Und ein One-Up. Subi. Das ist irgendwie das häufigste Item, was ich aus dieser scheiß Secret Rooms kriege, obwohl ich sagen muss, dass mir... Oh, eine Bombback. Awesome. Dass ich sowas wie Ankh... Nee, Ankh finde ich nicht besser. Ankh ist eigentlich auch kacke. Aber was finde ich denn besser? Dingskönigs finde ich besser. Weißt du Bescheid? Das Nudes. Das Nudes? Das Nudes? Ihr wisst schon, das sei jetzt um Erhängen. Was können wir da noch finden? Epic Fetus. Ist auch ziemlich awesome, wenn man es mitkriegt. Oder einfach nur Dr. Fetus. Aber die sind so selten. Ich meine, ich weiß nicht, irgendwo hatte ich mal gelesen, oder ich hätte es nicht gelesen, sondern gesehen bei North Online. Das hat irgendwer erwähnt. Irgendwer hat es erwähnt. Dass das One-Up sogar das seltenste Item ist, was man da im Secret Room finden kann, oder nicht? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ich bin so verwirrt. All meine Daseinsfähigkeiten und Glaubensrichtungen bin ich einfach nur tiefgehend verwirrt und weiß gar nicht mehr, was ich denken soll. Ja, ich hasse diesen Boss. Ich hasse ihn abgrundtief. Weil durch sein doch relativ verworrenes Bewegungsmuster ist er relativ schlecht zu hitten und auch auszuweichen. Das einzige Gute ist hier, dass kein... Oha. Nein! Puh, Glück gehabt. Fucking Bombenback. Trollbomben-Kombo. Okay, das ist jetzt interessant. Was tun wir? Könnte jetzt das Forget Me Now nehmen und den... Ja, okay, ich nehme das Forget Me Now. Und dann probieren wir das Ganze nochmal hier. Ich meine, wir haben ja nichts zu verlieren. Wir haben 3 Bomben. Das ist schon mal gut. Ha, Mr. Mega. Awesome. Wo gehen wir hin? Wenn wir jetzt... Ach, Bomben haben, dann können wir hier mal eine zünden. Und kriegen raus ein Spirit-Heart und eine Bombe. Finde ich krass. Finde ich sehr, sehr krass. Zum Vorteil unseres Unterfangens hier. Na los, komm schon. Bring it, bitch. Komm. Oh yeah. Zünden wir hier noch eine Bombe. Und wir finden sogar den Super Secret Room. Oh, awesome. Awesome. Ich meine, ich will nicht sagen, dass es schon wieder auf unserer Seite ist, aber es sieht nicht ganz so mies aus, wie ich erwartet hatte, dass es aussieht. Wenn wir jetzt auch noch statt Trollbomben richtige Bomben gedroppt kriegen, dann ist das super. Dann kann ich mir eigentlich fast nicht mehr wünschen. Also vielleicht noch einen Schlüssel oder zwei. Busch. Ich hasse diese Typen. Ich hasse diese Typen mit dem aufgeklebten Auge da. Ah, die sind lästig. Extrem lästig. Mal gucken. Secret Room könnte hier sein. War er nicht, okay. Er könnte aber auch hier sein. Jupp. Und hier finden wir Geld. Naja, okay. Geld ist ja auch nichts Schlimmes. Kann man nichts gegen sagen. Ich brauche jetzt auch mal nur noch ein neues Spacebar-Item. Mit dem ich dann die Welt beherrschen kann. Am liebsten wäre mir dann natürlich sowas wie The Nail oder Book of Revelations. Und wenn wir dann noch in den Shop kommen könnten und The Nun's Habit kaufen könnten, dann wäre das awesome, delicious. Wenn wir dann dazu noch einen Wafer finden würden, dann wäre dieser Run hier schon so gut wie gelaufen, weil wir dann nämlich jedes Mal, wenn wir ein Herz Damage einstecken würden, könnten wir auch ein Herz an Damage regenerieren und das ist awesome, dass wir jetzt 2 Schlüssel haben. Deswegen gehen wir nochmal da runter und schauen, was es im Angebot gibt. Ich bin zuversichtlich, dass da unten kein Greed drin sein wird,
denn dort oben befindet sich ja schon ein Sündendings. Und... Oh, the candle. Okay, nehme ich. Es ist zumindest besser als nichts. Und eigentlich sogar ziemlich awesome. Nee, ich werde keinen Schlüssel oder Bombe kaufen. Wir haben ja noch einen. Und dementsprechend könnten wir dann den für den nächsten Flur aufheben. In der Hoffnung, dass wir da dann neue kriegen könnten. Würden. Hui. Ich liebe die Candle. Es gibt nichts Besseres. Das hier war... War das nicht Range Down, oder? Ernsthaft? Bullshit. Bullshit. Okay, das lief uncool. Uncool. Also ich hätte gerne den Boss befeindet. Aber wenn es halt nicht sein soll, wow. Das ist Kacke. Sterb die scheiß Fliegen. Ah, mal gucken, ob wir eine Fliege dazu kriegen. Den Stein kaputt zu machen für uns. Jo. Super. Hat besser funktioniert als erwartet. Wow. Okay. 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 Whoop. Awesome. Awesome. Mal gucken, was in der Kiste ist. Ich hoffe, irgendwas Gutes. Bomben und Schlüssel wären nicht schlecht. Geld ist auch nicht übel, muss ich sagen. Hui. Hui. Ich sollte meine Candle mehr usen, aber hoffentlich das nächste Mal besser. Denn so zu failen ist nicht schön. Wofür habe ich denn eine Kerze, wenn sie einfach nur ins Blaue schießt? Und sie dazu auch noch blau ist. Hey, das Harlequin Baby. Awesome. Ich weiß nicht so, aber ich mag das kleine Ding. Das ist eins der Familias, was ich irgendwie noch am ehesten mag. So, im Gegensatz zu, ich weiß nicht, was gibt's noch? Yay, Secret Room. Money, money, money. Alles ist meins. Und niemand kriegt was ab. Oh yeah. Ich weiß gar nicht, was ich hier... Was ist 25? Das ist ein gutes... wow. Jo. Fresst meine Kerze. Noch eine Bombe. Also, bis jetzt entwickelt sich dieser Lauf relativ gut. Wir leiden ein wenig unter Schlüsselarmut, aber das wird sich hoffentlich noch aufbessern. Irgendwann. Also Bomben haben wir jetzt schon genug. Was ich vielleicht noch haben würde, wäre Homing Bombs. Damit wären wir dann die unbestrittenen Bombenkönige. Abgesehen von irgendwelchen Terroristen. Wow. Das war doof. Okay. Ich weiß immer noch, dass ich mit meiner Tastatur ja nicht nach... Also, dass sie manchmal irgendwelche Aussetzer hat. Ich bin mir nicht sicher, wie das hier funktioniert. Warte. Da könnte jetzt Greed drin sein. Ja, da ist sicherlich Greed drin. Weil es gibt auf jedem Flur ja... eine Sünde zu bekämpfen, irgendwie. Und wenn keiner... auf der Map zu sehen ist, dann... lungert sie entweder im Secret Room rum... Nee, dann ist sie auch zu sehen. Dann ist es Greed. Also ich könnte unsere Theorie jetzt versuchen zu bestätigen, indem ich jetzt einfach mal da reingehe und das werde ich jetzt auch machen. Flop. Jo. Das war... Stirb, Bastard. Stirb. Gut, dass wir fast nichts von ihm bekommen haben. Es war nicht gerade optimal und ich sehe jetzt schon, es wird nach unten gehen. Mit unserem Erfolg. Das wäre schön, wenn wir jetzt gegen Dingenskirchens kämpfen würden. Ich hasse diese Raumkonstellation. Denn... Ich spreng das Ding ja mal weg. Jetzt habe ich hier...
freie Bahn. Und kann trotzdem verkacken. Na los, komm schon. Komm hoch, der mich auch. Totenkopfschädel. Ding, Turm. Penis. Was weiß ich. Au. Okay, das war lame. Das war wirklich lame. Das war irgendwie Panikreaktion. Passiert. Wusch. Er zittert vor meiner mächtigen Macht der Mächtigkeit. Fast. Der Schlüssel wäre auch schön gewesen. Nee, das ist unoptimal. Also ich hätte gerne gegen... Wie heißt er denn? Nicht Famine, sondern... Der andere Typ, der zweite. Pestilence. Pestilence, das hätte ich gerne. Ich hätte gerne meinen Level 2 Meat Cube gehabt. Damit der uns noch etwas zusätzlichen Schaden bringt. Ich werde hier erstmal das Ding frei bomben. Jo, 2 Spirit Hearts finde ich gut. Dann noch 2 Spirit Hearts finde ich noch viel besser. Und dann hier jetzt Crap Items, die keiner haben will. Dann können sie behalten, würde ich behaupten. Flup. Okay. Entweder kommt jetzt ein XL-Floor oder das Game ist am Upcrabben und super, da hat sich verschoben. Awesome. Das finde ich delicious. Ja, schön für dich. Ich nehme an, ihr habt es gesehen, dass ich das Game gerade etwas verschoben hatte. Ich werde das hoffentlich so drin. Ich lasse das so drin, weil ich habe keine Lust, das dann hin und her zu schieben. Dann auch in Nachbearbeitung. Außerdem war es ja nichts Folgeschweres, Wichtiges und ja. Das ist schon interessant, wenn sowas macht, das Game. Obwohl es ja sonst immer relativ, ich will nicht sagen, bugfrei läuft, aber ich weiß auch nicht, warum es das macht. Ich habe das aber auch schon öfter erlebt. Weiß ich, normalerweise war es dann XL-Floor, wenn es irgendwie so kurz vorm Krepieren war. Und nicht irgendwie einfach so random, weil es Bock hatte. Vielleicht bin ich auch einfach zu mächtig für the Game. Ich bin mir nicht so sicher. Wir haben 32. Könnten wir mal ein bisschen hier zocken. Nichts, okay. Think for yourself. Ja, okay. Think differently, würde ich sagen. Ich hätte gern Schlüssel. Wenn das möglich ist. Ich weiß gar nicht, ob die Schlüssel droppen. Was sei? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, die geben nur Karten und Trinkets. Aber mir wäre selbst irgendwas davon jetzt schon genug. Red Patch, nö, will ich nicht. Okay. Okay, ich hasse Räume mit diesen Viechern drin, weil die sind immer extremst nervig. Aber ich, glücklicherweise habe ich hier meine Spektraltränen und das ermöglicht mir. Lad, Suki. Damit sind wir jetzt noch mächtiger und ich will mir gar nicht vorstellen, wie wir aussehen würden, wenn wir vorhin nicht das, wie heißt, das Speed-Upgrade bekommen hätten. Dann wären wir jetzt nämlich die Könige der Slowness. Irgendwie. Au. Hör auf mich zu hitten. Dämliches Ding. Ich sollte meine Candle öfter usen. Dann würde ich nicht so oft getroffen werden. Toll. Fucking. Bomb-Shit-Dings. Was gibt's hier? Sterbt ihr kleinen Greedköpfe. Niemand mag euch. Und ich werde euch auch kein Geld geben. Denn das werdet ihr nur verwenden, um Drogen zu kaufen. Und das ist nicht gut. Denn Drogen ist es nicht für Köpfe gedacht, sondern nur für, ich weiß nicht für wen. Aber ich soll sicherlich auch mal die Sünde annehmen. Was könnte denn als Schlimmstes kommen? Das Schlimmste, was wir da finden könnten, wäre eigentlich Envy, obwohl wir, glaube ich, schnell genug, ja, super Envy. Ja, aber ich glaube, wir haben genug Bullshins, Feuerkraft, dass uns selbst viele kleine Köpfe nicht so zur Gefahr werden sollten.
Wach. Ja, es läuft auch gut. Läuft super. Und vielleicht kriegen wir hier dann auch Schlüssel oder irgendwas raus. Oh yeah. Monster Kill. Ja. Das ist doch supi. Forever Alone, Attack Fly. Es ist nicht supi, aber es ist nicht schlimm. Nicht fürchterlich. Wow, wow. Warum sterbt ihr nicht durch meine Candle? So, wir sollten dann sicherlich auch gleich mal, oder ich sollte Ausschau halten nach okay, wie mache ich denn das jetzt? Ups. Das sollte eigentlich nicht passieren. Ich wollte eigentlich noch da runter zu dem fucking Room, damit ich, weiß ich nicht, was machen kann. Ah, Schlüssel. Ubu-Schlüsseler. Werden wir gleich mal wasten, um in den Shop zu gehen. Denn da dort kein Greed sein kann, kann es nur irgendein super awesome delicious Item sein, was uns dort erwartet. Und wenn das wahr ist, dann ist es die Leiter. Okay, das ist jetzt nicht super awesome delicious, aber ich sehe es positiv. Es ist immerhin etwas. Und nee, wartet, das mache ich anders. Denn in dem Raum hier, da, verdammt. Wie ist denn das jetzt aufgegangen? Der Fug? Ich hatte doch, hatte ich noch einen Schlüssel? Okay, jetzt bin ich verwirrt. So, machen wir hier mal. Gut, jetzt haben wir nämlich gleich gecheckt, ob dort der Secret Room ist. Da es hier nicht ist, können wir hier unseren kleinen Bagger bezahlen und er gibt uns Awesome. The Battery. Jetzt recharged unsere Candle noch damn faster. Das ist, genau so muss das laufen. Irgendwie, jetzt brauchen wir nur noch ein passendes Item. So, was heißt passendes Item? Wir haben ja ein ziemlich gutes Item eigentlich, aber was anderes wäre mir halt noch lieber, was uns mehr Sustain geben würde. Au. Irgendwas wie, ja, wie im Book of Revelations oder Nail oder weiß ich nicht was. Vielleicht sogar das Yamhart wieder, aber ich glaube, das können wir nicht mehr kriegen. Da wir es ja schon weggeworfen haben. Wow. Ja, das war jetzt wieder unaufmerksam von mir. Aber nichtsdestotrotz sind meine Rounds immer ziemlich lang, fällt mir gerade drauf. Wir nehmen ja schon wieder fast eine halbe Stunde auf. Und wir sind noch nicht mal. Doch, wir sind schon in der Necropolis. Awesome. Awesome. Okay. Der Logik nach müsste der Secret Room hier sein. Ist er nicht. Okay. Dann habe ich keine Ahnung, wo er sein könnte. Aber ich werde mir noch das die Slot Machine in die Luft jagen. Nicht weil ich es kann, sondern doch weil ich es kann. Da kriegen wir noch ein Herz und einen Schlüssel raus. Awesome. Das macht mich ja schon. Könnte der denn sein? Könnte hier sein. Ich habe ja genug Bomben. Und ich werde ja sicherlich noch weitere Bomben kriegen. Und da kommt jemand. Oh mein Gott. Es ist. Dö-dö-dö. Kein Kätzchen. Ja, einfach mal weiter suchen, suchen. Irgendwo muss das Ding hier sein. Ich meine, es kann sich hier nicht frontal in Luft aufgelöst haben. Also da war auch schon eine Explosion. Also wird es da nicht sein. Also muss es hier sein. Auch nicht. Okay, gut. Genug Bomben verschwendet. Zeit, dem Boss zu kämpfen, welches ist. Uhu, Pony-Typ. Ich muss sagen, finde ich uncool. Denn das Item ist verdammt nutzlos für uns. Und keine Ahnung. Meine Freundin versucht hier mit mir zu reden. Beziehungsweise versucht sie zu flüstern, aber ich weiß nicht, wie ich antworten soll.
Ich meine, sie kann auch ruhig laut reden. Ich weiß noch nicht mal, was du gefragt hast. Okay. Ich habe keine Ahnung, was zum Abendessen geben soll. Was haben wir denn noch? Ist jetzt die Frage. Ich weiß, das ist sicherlich ein unglaublich spannendes Commentary, was ihr erlebt, aber das muss auch mal sein. Nein, du kannst hier ruhig mit mir reden. Ich meine, die Leute interessiert das sicherlich. Ja, was es bei uns hier zum Abendessen gibt. Ich meine, es schaut sowieso kaum jemand. Und von denen, die schaut, die stört das sicherlich nicht, wenn wir darüber reden, was es zum Abendessen geben soll. Ohoho, wenn ich ja fertig bin. Das wird niemals geschehen. Niemals. Jo, danke. Dir auch. Immer wiedersehen. Hey, Minimash. Oh yeah. Now we are. So. Nee, doch jetzt. Er läuft schon schräg. Warum läuft er? Manchmal läuft er schräg und manchmal läuft er nicht schräg. Ich versuche jetzt genau herauszufinden, warte ich. So, ah, genau. Das ist es nämlich. Whoop. Wenn ich feuere und ja, dann funktioniert das nicht. Also ich drücke jetzt die ganze Zeit nach links und nach oben. Und es geht nicht. Und ja, genau so war das. Das Herz, das könnten wir haben. Piu piu. Piu piu piu. Wir sind jetzt schon in Tiefen 2 und dürfen uns sicherlich gleich mit Marm rumschlagen. Wow, ich hasse diese Typen. Auch abgrundtief. Aber da wir unsere Leiter haben, können wir uns hier über irgendwelchen Abgründen verstecken. Und sie werden niemals fähig sein, uns zu töten. Also ich will nicht sagen, aber die Items, die wir hier kriegen, sind shit. Im Vergleich mit anderen Runs. Oh, okay, ich meine, gut, man kann nicht immer einfach nur so derbes Luck haben, wie ich ja an manchen Tagen schon. Sondern muss mit dem auskommen, was man so kriegt, aber wir kriegen hier ja nicht mal. Oh. Also ich wette, in diesem Shop wird jetzt sicherlich auch wieder Super Greed oder so lauern, aber ich werde es trotzdem. Jo. Wow. Angriff nehmen, weil ich ja sonst nichts zu tun habe. Und wir kriegen noch eine Pille. Ich will, die Pille wird auch ganz grauenhaft sein. Bam. Friends till the end. Subi. Hat sich voll gar nicht gelohnt. Hier ist jetzt noch Geld. Wir könnten ins Arcade gehen, da wir sowieso Geld haben. Dass wir nirgendwo mehr gewinnbringend anbringen können. So, wir spielen mit ihm hier. Und zwar mindestens 25 Stunden lang. Und das wird so awesome. Weil. Okay, auch falsch. Ich nehme immer gerne die Mitte, weil Mitte gibt mir Geborgenheit. Und. Okay, Meister, dann halt nicht. Herzen, los. Ich will die Herzen haben. Dann kann ich hier nämlich noch am Dingenskirchen. Na super, das war nicht so, wie ich es wollte, aber. Okay. Uncool. Oh, das will ich. Ja, genau, das will ich. Poophead. Shit. Herzen. Ja, los, nehme ich. Ich glaube, ich sollte diesen Scheiß dann hier auch abspielen. Komm schon. Ah, verdammt. Verdammt soll es so sein. Ich meine, hier besteht doch schon nur eine 33-prozentige Chance zu gewinnen. Beziehungsweise demnach eine 66-prozentige Chance zu verlieren. Und trotzdem verliere ich. Einiges öfter, als ich es eigentlich sollte. Schlüssel, die nehme ich gerne. Ah, fuck die Schilde. Ich werde jetzt so lange hier spielen, bis ich absolut keine Kohle mehr habe. Isaac's Fork. Genau das Item, was ich
nicht haben will. Komm schon, ich will doch einfach nur dieses IV-Bag zumindest einmal usen. Damit ich... Weiß nicht, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich das überhaupt schon mal verwendet habe. Ich weiß, was es macht. Ich weiß, dass es kacke ist. Weil ich weiß auch ernsthaft nicht, wofür ich das brauchen sollte. Denn wann kommt man schon mal in die Gelegenheit? Oder allzu oft hat man ja nicht die Gelegenheit, dass man irgendwie 25.000 Herzen übrig hat. Alter, ernsthaft? Ich bin ja auch mal in so einen scheiß Fliege reingelaufen. Das kannst du nicht geben. Bomben. Ich weiß auch, was mit denen passieren wird. Bitches. Gib uns Herzen. Oder Schlüssel. Oder irgendwas. Irgendwas. Das reicht mir schon. Super. Das ist genau das, was ich wollte. Das können wir nämlich auch mal da in diese Kiste. Oder die Kiste. Ein Herz. So, jetzt verwende ich mal das Ding. Ich glaube, das konnte man auch irgendwie cheaten. Wenn man da mehrmals schnell hintereinander drauf drückt. Ach, wisst ihr was? Ich habe keinen Bock mehr. So. Adios, Mister. Typi. Sein fucking Games und nee, das Ding will auch keiner. Niemand will irgendwelche Pilzeffekte haben. Und vor allem nicht. So, gucken wir, was gibt's hier dann? Awesome. Key und Dingshit und Bomben. Ist doch gar nicht mal so übel. Schauen wir mal, ob hier der Secret Room ist. Leider nein. Uhu. Raum mit Gegnern, die mir eigentlich nichts anhaben können, wenn ich vorsichtig bin. Da hätten sie mir beinahe fast was angetan. Yay, Schlüssel. Dann schauen wir nochmal, was in dem Tinted Rock drin ist. Der wird sicherlich entweder Bomben, Schlüssel oder Spirit Hearts. Spirit Hearts sind mir davon noch am liebsten. Jo, das ist akzeptabel. Akzeptabel, muss ich mal so sagen. Er hätte uns eindeutig schlimmer treffen können. Vielleicht mag es meine Tastatur einfach nur nicht, wenn ich drei Tasten gleichzeitig drücke. Vielleicht überlastet es dann ihre Kapazität an Awesomeness. Na, können wir auch noch ein bisschen spielen. Und schon habe ich keinen Bock mehr. Oh, eine Pille. Friends till the end. Nicht gerade die beste Pille, aber immerhin. Pop der Schild. Wuhu. Okay, lief besser als ich es erwartet hätte. Das Lustige an den Dingern finde ich ja, dass wenn diese Jumper in diese Teile reinjumpen, dann nehmen sie auch Schaden. Und das hat mir jetzt hier zwar nicht viel genützt. Genauso wie diese kleinen Baby-Vögel, sehe ich hier. Die werden auch durch Shim-Dingens damaged. Ich weiß nicht, ob man das Ding zum Despawnen bringen kann. Jo, kann man. Das finde ich nämlich voll krass. Kein Secret Room. Schauen, was hier drin gibt. Ja, nehmen wir es einfach mal. Bounce of Steel. Finde ich cool, auch wenn ich es gleich wieder fast gewastet habe. Ja, ich hasse Jumper. Ich bin wie Samuel Jackson. Aus dem Film Jumper. Okay, die Typen finde ich eigentlich gar nicht so schlimm. Nur nervig. Wenn man begrenztes Terrain hat, aber wenn hier so eine freie Fläche ist, wie Shit-Dingets, dann ist das super. Ja, wir haben sogar noch einen Schlüssel herausbekommen. Langsam machen wir uns. Sollten wir es bis zur Chest schaffen, dann haben wir jetzt zumindest erstmal genug Keys, um alle Teile öffnen zu können. Aber ich zweifle daran, dass wir es hier hinkriegen, denn wir haben immer noch keinerlei wirklich defensive Mean. Super, jetzt haben wir aus dem 3 Leben. Das ist zwar sehr cool und so, aber
Dazu muss man bedenken, dass wir auch nicht sonderlich viel Schaden machen. Das hat mich jetzt getroffen. Lass mich. Okay. Ich muss hier erstmal ein bisschen versuchen, Platz zu schaffen. Stirb, Dämmchen. Motherfucking Mother. Oh, nervig. Nervig. Wenn denn hier so viele Gegner spawnen, die einen dann einfach nur wegbamsen, dann ist das recht asozial. Also nichts gegen asoziale Leute und so, aber... Ah, jetzt machen wir keinen Schaden mehr. Ist das jämmerlich. Ich hätte vielleicht doch die Curved Horn behalten sollen. Dann hätten sich wenigstens unsere Chancen erhöht, irgendwas hier hinzukriegen. Okay, wir können immer noch die Candle usen. Und abusen. Okay. Wir haben aber auch, ich will nicht sagen, keine so guten Items, aber abgesehen von der Candle haben wir nicht wirklich viel. So, was uns irgendwie äußerst beneficial sein könnte. Im Sinne von, weiß ich nicht. Au. Ernsthaft, ich hasse fucking Gertie Junior. Ich meine, ich habe den, glaube ich, noch nie als Boss bekämpft. So, es ist ja eigentlich ein Dingenskirchens Boss. Wow, wir zacken jetzt schon. Wir schaffen es noch nicht mal bis zu Mom's Heart. So wie das hier aussieht. Ich habe zwar noch zwei Leben im Petto, aber die möchte ich eigentlich nicht benutzen. Zumindest so frühzeitig. Ach du Scheiße. Ernsthaft. Wie nervig ist er denn? Er geht zwar schnell down, aber... Das war nichts. Supi, Fleisch, Asen. Das ist genau das, was... so sinnlos. So sinnlos. Ich prophezei, dass wir hier krepieren werden. Krepieren, und zwar jämmerlich. Hier dann. Verdammt. Das wollte ich nicht, kleiner Kerl. Eigentlich wollte ich ihn ja noch verwenden, aber dank unserer super Imba-Bomben, die wir hier haben, ist das wohl leider gegessen. Awesome. Ich hasse es, wenn sowas passiert. Meine unkontrollierbare Stärke das Verhängnis wird. Brains. Supi. Gucken. Yep, hier komme ich zum Boss. Ja. Wie lame, wie lame. Wie lame, komm schon. Ich will mindestens bis zu Mom kommen und... Naja, eigentlich ist Mom ja nicht so schwer, aber... Ja, wenn ich dann bei Mom verkacken sollte, dann ist mir das auch relativ rille. Oh, noch mal derselbe Raum. Was ist denn das für ein dämlicher Abfuck? Willst du mich irgendwie trollen oder so? Scheiß Game. Ja, okay, aber ich wäre dann auch froh, wenn es dann irgendwann zu Ende wäre. Weil...
Weil, ich weiß nicht. Ja, gehen wir einfach rein. Ich meine, wir haben noch unser One-Up, wir haben noch unser Ant-Ding. Wir haben eigentlich alle Karten in unserer Hand. Außer Monstro, super. Das ist der Bitch. Fast vergessen, dass ein Candy ja durchdringend ist. Zumindest begegnen. Wow. Okay, das ist lahm. Das hatte ich auch noch nicht, dass sowas passiert. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist. Ich hoffe, sie kommt wieder. Ich mag mich jetzt aber auch nicht hier von meinem Fleck wegbewegen. Weil ich dann nämlich sicherlich mächtig auf die Fresse kriege. Aber er bewegt sich auch nicht hier rüber. Doch, ist tot. Los, komm schon, Mom. So, okay. Gut, dass sich das wieder so normalisiert hat. Hey, ein Eternal Heart. Das ist so delicious. Ja, okay, auf. In die Cathedral. Das ist doch lahm. Ernsthaft. Ernsthaft. Wow, also. Wie fies kann so ein fucking Game denn bitte noch werden, ja? Und direkt rein. Oh, ist das scheiße. Das ist so scheiße. Das ist genauso scheiße. Ach, ein Schlüssel. Awesome. Normalerweise kriegt man für so einen Dreck, für so ein scheiß blaues Vieh. Oh, komm schon. Haben wir nicht irgendwann einen Hug von diesem dämlichen Vieh gesehen? Wir müssen es doch nicht noch hochlohnen, dass wir es jetzt in jedem Raum haben müssen. Irgendwann kann auch mal gut sein. Fuck. Super. Oh mein Gott. Ich verliere hier so hart. Noch nicht mal gegen Isaac, sondern einfach nur gegen seine scheiß Lakaien-Bastarde. Ah. Dieses Game macht einen voll aggro. Aber voll Kanüle. Das ist. Ah, man kann sich das gar nicht vorstellen. Was für ein Hate man hier entwickeln kann. Super. Weißt du was? Das ist mir zu doof. Super, hat awesome geklappt. So, und auf Wiedersehen, Sucker. Aha, okay. Hey, the secret room. Es wäre toll, wenn da jetzt Haufen Coins drin wären. Ich meine Herzen. Oder Epic Fides. Oder weiß ich nicht was. Würde auch schon der normale Dr. Fides reichen, glaube ich. Dann könnte ich das hier noch theoretisch umreißen mit unserem letzten Leben. Okay, das war lame. Oh mein Gott. Das war unglaublich, unglaublich, unglaublich. Ruhe, scheiß Flieger.
Anspannung. Okay, das war Nummer 1. Hör doch auf wegzuspringen, Bastard. Lass dich hier face von meiner Kerze treffen. Ja, das ist supi. Warum stirbst du nicht? Oh. Sei doch endlich tot. Was ist denn der Scheiß? So, endlich. Schauen wir mal, was hier drin gab. Vielleicht noch ein One-Up. Nö, schade. Es war ein Versuch wert. Oh mein Gott, ist dieser Run lang. Das kann's doch nicht geben. Fast eine Stunde bin ich ja am Abkrebeln. Ja, damn. Jetzt fühle ich mich auch noch selbst mit meiner eigenen Bombe. Das ist doch lächerlich. Lächerlich. Ah, verdammt. Naja, okay. Zumindest habe ich einen relativ guten Schnitt. So von meinen 4 Runs, die ich bis jetzt gemacht habe, bin ich immer bis zu Isaac gekommen und da habe ich dann voll verkackt. Aber ich hoffe, das wird dann auch noch besser irgendwann. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis dann, euer Derfer. Ciao.